Reden ist nicht sprechen. Der Podcast. Direkt aus der Akademie Deutsche Pop Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Reden ist nicht sprechen. Ich bin Heiko Hager und ich bin Student an der Akademie der Deutschen Pop in Nürnberg. Warum gibt es diesen Podcast? Der Grund? Seid ihr da draußen. Und zwar möchten wir euch gerne teilhaben lassen an unserer Ausbildung an der Deutschen Pop zum Synchronsprecher. Hier habt ihr die Möglichkeit, alles aus erster Hand zu erfahren von den Leuten, die dort auch studieren. Der Podcast ist rundenbasiert. Runde 1 ist die Vorstellungsrunde und alle weiteren Runden beziehen sich dann auf den Fortschritt in unserer Ausbildung. Jede Folge ist einem Studenten gewidmet, wo er zu jeder Runde zu Wort kommen kann. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen bei der Folge 1 der Runde 1. Hier werde ich selbst interviewt werden, und zwar durch meine Freundin Caroline. Hallo Caro, schön, dass du heute hier bist. Hallo Heiko, freut mich, dass dieses Projekt entsteht. Und ich unterstütze dich gerne dabei. Erzähl doch mal von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, ich bin in Nürnberg geboren, tatsächlich. Bin in der Fränkischen Schweiz aufgewachsen und war zuerst in der Fränkischen Schweiz im Gymnasium und habe dann dort eigentlich festgestellt, ich möchte was Künstlerisches machen. Das ging dort nicht, also bin ich dann nach Nürnberg und habe in Kunst meinen Abschluss gemacht. Und was hast du danach weitergemacht bis jetzt? Sagen wir so, ich wollte mit Kunst natürlich weitermachen. Es hat mir schon sehr gefallen, die Malerei und auch plastische Bildung. Es war, dass viele auf mich eingeredet haben, komm mit Kunst, da wirst du doch nicht reich, da kannst du nicht davon leben. Und ich habe mich dann umentschlossen und habe dann erstmal das Studieren angefangen. Bin nach Emden an die Nordsee, studieren, wo andere Urlaub machen, klar, da muss man hin. Und habe da dann mein Ingenieur in Bioinformatik gemacht und arbeite seitdem als Softwareentwickler hier in Nürnberg. Wie bist du auf die Idee gekommen, Sprecher zu werden? Sprecher, naja, sagen wir so, ich war schon seit frühester Kindheit eigentlich ein großer Hörspielfan. Später kamen dann auch die Hörbücher hinzu und man denkt da eigentlich gar nicht drüber nach. Also ich habe das eigentlich mehr konsumiert und nie drüber nachgedacht, das als einen Beruf auszuüben. Das kam dann wirklich erst, wie ich dann gesehen habe, meine Freunde und auch meine Familie wollten ein Buch lesen, hatten aber nie Zeit dafür. Ein sehr großes Buch, es besteht aus 5 Bänden, also über 1000 Seiten. Ich habe das mit Leidenschaft gelesen, habe jedem davon erzählt und habe ihnen dann angeboten, hey, ich spreche das einfach ein. Ich habe früher schon ein paar Sachen eingesprochen, einmal für meine Kinder, Gute-Nacht-Geschichten und sowas, dass sie sich das immer wieder anhören können. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann plötzlich waren alle total fasziniert, immer mehr wollten da mich hören und das hat mir so viel Ansporn gegeben, dass ich sage, ich suche mir was und möchte das auf ein professionelles Niveau heben. Und damit war die Idee geboren. Und was fasziniert dich an der Sprache an sich? Wie meinst du das an der Sprache an sich? Na, an dem Sprechen. Also ich meine, das ist für andere Leute toll, das ist klar. Aber was fasziniert dich denn selber? Ich weiß es nicht. Es macht mir einfach Spaß, mich da reinzuversetzen, einmal in Figuren, mich völlig in diese Geschichte aufzugehen und das so zu präsentieren, wie ich das empfinde. Und damit den Leuten einfach die Geschichte oder die Information so zugänglich machen, dass sie gerne hören. Also es mischt sich zusammen. Ich bin einfach leidenschaftlich dabei. Ich weiß nicht, wie kann man seine Leidenschaft erklären? Es macht mir einfach Spaß. Hast du denn auch Erfahrungen mit Schauspielerei? Macht dir sowas auch Spaß? Hast du das schon gemacht? Hat mir Spaß gemacht. Ich war aber nur im Schultheater, muss ich sagen. Dafür aber mehrere Jahre. Das hat damals sehr viel Spaß gemacht. Leider ging es nicht weiter, weil dann einfach zu wenig Leute dabei waren und es hat sich dann verlaufen und mit dem Studium später war einfach keine Zeit. Mit dem Beruf war dann erstmal keine Zeit. Aber ja, wenn sich die Gelegenheit bietet, würde ich es wahrscheinlich nochmal machen. Gibt es Vorbilder oder andere Einflüsse, die dich inspiriert haben? Vorbilder würde ich sagen, in dem Sinne, ja, also es gibt verschiedene Sprecher, die mich einfach gefesselt haben. Und einer davon, das war während meines Studiums, war Wolfgang Pampel. Der hat damals die Dan Brown Bücher gelesen und einerseits diese Thematik hat mich fasziniert, waren spannende Geschichten. Das hat so weit gegangen, dass ich vor der Physikprüfung leider dieses Buch angefangen habe und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Ich dachte, ich höre es zum Einschlafen
Und das Buch war dann erst in der Früh um 6 Uhr fertig und dann musste ich eigentlich schon aufstehen und wieder in die Prüfung gehen. Ich habe es ja noch gut, einigermaßen gut hingekriegt, aber ja, das waren solche Leute, die einfach mich mit ihrer Stimme fasziniert haben. Und wie bist du auf die deutsche Pop gekommen? Naja, als der Wunsch geboren war, dann dachte ich mir, ja, wie kann das gehen? Also, wie bildet man sich aus? Man weiß, es geht eigentlich meistens nur, indem man eine richtige Schauspielausbildung hat. Aber nach mehreren Anläufen im Internet, eigentlich erstmal war es nur eine. Ich habe einfach nur in YouTube benutzt und der erste Treffer war die Deutsche Pop. Und dann war ich eigentlich schon fasziniert, wie sie sich präsentiert haben. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Wollte mich aber natürlich schlau machen. Ja, es gibt die Deutsche Pop, was gibt's noch? Ich bin über andere auch noch gestolpert, aber einerseits war dann das so, dass die keinen vollständigen Kurs angeboten haben. Weder war es noch in der Nähe. Das war auch noch ein großes Problem. Ich habe natürlich hier meine Arbeit, meinen Job hier in Nürnberg, Fürth, Erlangen. Also kann ich jetzt nicht irgendwo jetzt München oder Berlin jetzt eine Ausbildung anfangen. Online kam für mich auch nicht so in Frage. Also höchstens gemischt, ich wollte präsent sein, ich wollte einen Präsenzunterricht haben. Und ja, da blieb dann eigentlich nur noch die deutsche Pop übrig. Am Anfang war ich etwas skeptisch, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Man liest sehr viele Rezensionen und die waren meistens nicht sehr positiv. Aber an sich hatte ich keine andere Möglichkeit. Also habe ich mir gedacht, ja gut, Leute können viel schreiben. Ich bin auch so jemand, der, wenn etwas super toll ist, befasse ich mich mit diesem super tollen Gegenstand, jetzt zum Beispiel bei Amazon, und vergesse eigentlich darüber hinaus dann Rezensionen zu schreiben. Und daher habe ich dann einfach nochmal probiert. Ich habe bei diesem Webseminar teilgenommen. Das wurde in Berlin veranstaltet damals. Hat mich noch nicht ganz so überzeugt gehabt. Habe ich gedacht, ja gut, Berlin, das sind andere Leute. Ich möchte aber direkt hier vor Ort kennenlernen. Und was sehr gut ist, dass die Deutsche Pop einmal im Monat eben Tag der offenen Tür macht, wo man direkt an dem Kurs teilnehmen kann. Die machen einen kleinen Workshop, geht ein paar Stunden. Und genau, da habe ich teilgenommen und habe mich richtig wohlgefühlt dabei. Ich fand die Dozentin gut und wie das alles präsentiert und aufbereitet wird, das hat mich einfach angesprochen und da habe ich gesagt, ja, ich mach's. Und hast du dich in irgendeiner Form schon vorbereitet auf das Studium? Vorbereitet, klar, also wie diese Idee geboren war, da war ich erstmal wissbegierig, ich wollte sehr viel sammeln an Informationen für mich, was hat alles damit zu tun, was gehört alles dazu. Ich habe mich über Sprecher informiert, ich habe viele YouTube-Kanäle angeschaut, wo was mit Schauspielerei zu tun haben, mit Hörspielen, wie machen andere ja, Hörspiele, wie wird es produziert und habe mir auch einige Bücher dann zugelegt und das war meine Vorbereitung, genau. Ja, ich habe ja mitgekriegt, dass du auch hier irgendwie ganz fleißig am Üben bist und viele Sachen ausprobierst. Hast du mal Lust, uns ein Beispiel zu geben? Viele Sachen ausprobieren. Ich habe mehrere Demos dann aufgenommen. Ich habe natürlich diese Hörbücher weitergemacht. Die laufen im Moment immer noch. Jetzt bin ich bei Band 3 fast fertig. Muss man sagen, das sind lange Hörbücher. Also da, aber es macht trotzdem Spaß, auch wenn ein Hörbuch so um die 8 Stunden fast dauert mittlerweile. Also ein Band. Bin ich jetzt, glaube ich, bei knapp 30 Stunden. Und es macht, muss ich sagen, immer noch Spaß, das zu lesen. Eine Kostprobe, woran denkst du da? Zungenbrecher, Ein irgendwelche Übungen, Zungenbrecher. die Sinn machen. Atemübungen machst du viele, soweit ich weiß. Genau, aber ich glaube, im Podcast bringt es jetzt nicht viel, wenn ich jetzt Aber reinatme. einen Zungenbrecher. Komm für uns. Und dann verhaspel ich mich, ne? Also ich bin ja auch noch Anfänger, so ist es nicht. Aber ja, ich habe mir da mittlerweile auch so eine Liste aufgebaut. Eins der wichtigen Dinge ist diese tägliche Übung. Und bei dieser täglichen Übung, wie du schon richtig gesagt hast, da geht es einmal darum, einmal die Artikulation, einmal auch die Entspannung, dass man runterkommt, die Stimme sättigt. Dann mit verschiedenen Summtönen die Stimme vorbereitet und dann auch verschiedene Töne in einer gewissen Abfolge spricht, so wie di di di, da da da, ta ta ta. Und so gab es sehr viele Stimmübungen, die mich eben aus Büchern, aus YouTube und überall mal so zusammengesammelt habe, die ich mir so angeeignet habe, jeden Tag zu machen. Und ja, dazu gehören auch die Zungenbrecher. War ich schon immer fasziniert davon und mag die eigentlich auch. Wie zum Beispiel ein sehr schwieriges und anfangs ist es nur schwierig. Man muss sich das immer bildlich vorstellen. Wenn der Bems, siehst du, es geht schon los. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Ne? Und wenn man sich das plastisch vorstellt,
Es war jetzt noch ein bisschen geholpert, aber wenn ich da mehr drin bin, geht es auch besser. Kommt man da richtig gut rein und kann sie auch in schneller Abfolge lassen. Das heißt, das sind wirklich Übungen für Artikulation. Und das ist ganz wichtig. Also ich kann nur sagen, aus dem, was ich beobachtet habe, verändert sich eine Stimme tatsächlich, wenn man da ein bisschen was mitmacht. Und das habe ich auch bei dir jetzt schon mitbekommen und auch schon gehört. Man merkt es schon. Auf jeden Fall. Also einmal die Bauchatmung habe ich nicht so konsequent durchgesetzt, dass man wirklich das ganze Volumen benutzt, was man eigentlich zur Verfügung hat für die Resonanz. Und dann eben auch diese einzelnen Übungen für die Zunge und die Muskulatur, Lippen, Gaumen. Das ist etwas, wo man sagt, man hört wirklich einen sehr deutlichen Unterschied in der Aussprache, wie deutlich man Buchstaben oder Wörter ausspricht. Wie sieht es denn aus mit der Technik? Macht das Sinn, sich schon am Anfang eine eigene Ausrüstung zuzulegen? Wenn man das Geld hat, sollte man es auf jeden Fall tun. Wenn man jetzt eher knapp bei Kasse ist, Deutsche Pop ist jetzt auch nicht ganz so günstig, muss man sagen, sie bieten einem die Möglichkeit, dort zu sprechen. Aber gut, für jetzt ein bisschen üben reicht auch zum Beispiel ein Handy aus. Man braucht jetzt kein super teures Mikrofon dafür erstmal. Oder jeder hat auf jeden Fall einen Computer normalerweise daheim, den sollte man haben. Man gibt kostenlose Programme wie das Audacity. Ist für den Anfang super gut. Ich mache da immer noch gern Sachen damit. Die professionellen Programme sind natürlich viel mehr komplex und man kann sehr viel mehr damit machen. Aber ein USB-Mikrofon und das würde reichen. Ich habe mir ein bisschen mehr gegönnt, weil ich gemerkt habe, dass ich mit dem USB-Mikrofon eigentlich schon langsam an meine Grenzen komme. Das heißt, ich habe mir das Rode angelegt, das NT1A. Warum? Es wird einfach überall empfohlen. Egal, was ich gesehen habe, alle haben gesagt, das ist ein gutes Mikrofon für den Einstieg. Es ist nicht zu teuer. Popschutz ist mit dabei. Und dann habe ich mir noch so eine kleine Kammer drumherum gekauft, weil ich in einem Raum bin, den ich eben leider jetzt für die Sprachaufnahmen nicht so gut dämmen kann. Aber ja, es bringt leider nicht ganz so viel, dieser Rundumschutz für das Mikrofon. Dann braucht man natürlich noch ein Interface, wo man das Mikrofon an den Computer anschließt. Da habe ich mich für das Focusrite entschieden. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch einen speziellen Namen hat, aber unter dem findet man es. Ich werde es wahrscheinlich auch dann nochmal unten, könnt ihr das lesen. In der Beschreibung werde ich noch ein paar Links mit reinsetzen. Okay, wie geht's denn nun weiter? Wie sind denn deine Erwartungen, deine Ziele? Also, mein Ziel, ganz klar, irgendwann bei den guten Hörspielen dabei zu sein. Das war eigentlich mein Grundgedanke, Hörspiele und Hörbücher. Die Ausbildung an der Deutschen Pop umfasst aber auch noch Synchronsprecher. Das heißt, damit habe ich mich auch noch nicht so beschäftigt gehabt. Das hat mir aber gefallen. Wenn man spricht, warum nicht auch das? Ich denke, die gleiche schauspielerische Leistung, was man im Hörspiel bringt, kann man im Synchron auch bringen. Wahrscheinlich noch ein bisschen muss man was draufsetzen, aber es ist kein großer Schritt mehr. Ich denke, das macht auf jeden Fall Spaß und ich kann sagen, es macht Spaß. Eine kleine Rolle in einem Synchronfilm habe ich schon bekommen, habe die gesprochen und es waren zwei oder drei Sätze. Wenn man das noch nie gemacht hat, ich war, glaube ich, es waren mehrere Stunden auf jeden Fall, bis ich diese zwei, drei Sätze so drin hatte, wo ich sage, ja, die kann ich so abschicken und es gefällt mir selber. Kleines musste ich noch dran drehen, das hat dann nochmal eine Stunde gedauert, weil einfach nur die Akzentuierung noch nicht ganz richtig war. Ich wollte es noch ein bisschen schärfer und aggressiver haben. Zum Schluss hat es gepasst, hat mich einige Stunden gekostet und was heißt gekostet? Es hat Spaß gemacht, diese Stunden. Und deswegen ist auf jeden Fall mein Ziel, professionell an solchen Sachen mitzuwirken, bei Hörspielen dabei zu sein, die mir auch selber gut gefallen, bei Filmen mitzumachen und das Beste wäre natürlich auch damit Geld zu verdienen. Die Leidenschaft zum Beruf, so sehe ich das ja. Das wünsche ich dir. Viele wird es bestimmt noch interessieren, wie die Ausbildung an der Deutsche Pop abläuft. Magst du dazu noch was sagen? Der Ablauf, der ist eigentlich sehr schön gegliedert. Und zwar gibt es drei Module, wenn man sich jetzt da für diesen Sprecherkurs oder Synchronsprecherkurs einschreibt. Und die sind chronologisch aufeinander aufgebaut. Der erste Kurs mit dem Ziel, ein Hörbuch zu produzieren, befasst sich hauptsächlich mit dem Sprechen. Das heißt, mit Artikulation, Atem, wie kann ich meine Stimme verbessern und eben gut präsentieren, betonen. All diese Sachen spielen hier mit rein.
Im zweiten Modul geht es dann als Ziel hinaus, ein Hörspiel zu produzieren. Das heißt, man nimmt alles, was man schon vorher genommen hat, das gute Sprechen, und versucht jetzt noch mit schauspielerischen und auch Geräusche und ein Hörspiel zu produzieren. Das dritte Modul dann ist dann sozusagen die Königsklasse, und da geht es dann wirklich darum, einen Film zu synchronisieren. Und da wird dann nochmal, denke ich mir, noch mehr das Schauspiel herausgehoben und ja, versuchen so exakt wie möglich auf die Lippenbewegungen der Schauspieler zu achten. Also dann, herzlichen Dank, Heiko. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht und auf deine nächsten Podcasts. Ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie ich es schon bin. Als nächstes wird dann die Sue interviewt, auch eine Kommilitonin von der deutschen Pop. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt, Reden ist nicht Sprechen.